was für dich. Und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich steh auf dich. Ich singe lieb. Andreas Gabayeh ist derzeit der Star am Schlagerhimmel. Seine Erfolgssträhne ist ungebrochen. Ein richtiger Hans im Glück also, oder doch eher ein Hans Wurst? Herr Gabayeh ist jetzt nämlich nicht nur Sänger, sondern auch das neue Testimonial eines Wurstherstellers. Interessante Produktwahl. Es hat in den letzten Jahren viele, viele Angebote gegeben, für dich Testimonial zu sein. Was war da alles dabei? Von Finanzgeschichten über Obstgeschichten. Was war noch dabei? Sportgeräte waren dabei. Unterschiedlichste Firmen eigentlich. Aber selten noch was, wo ich wirklich jetzt gesagt hätte, das, da kann ich echt auch so richtig dahinter stehen. Alles muss man würzen, dann kannst du mehr verdienen. Ja, hinter dem Produkt stehen, eh klar. Ganz lässt sich der Sänger aber nicht die buchstäbliche Wurst vom Brot nehmen. Das Finanzielle, ja, um Gottes Willen ist ja kein Geheimnis, dass es auch Geld dafür gibt, dass man da schon auch ein bisschen profitiert, auch vom Bekanntheitsgrad in Deutschland, so quer durch die Supermarktketten, lacht man da irgendwie jetzt so herunter. Das Gesicht ist einfach in den Prospekten jetzt wieder überall drinnen. Die Tour ist mit verpackt ab 4. September. Warum auch nicht? Eben, und der Wursthersteller freut sich sicher auch über den selbsternannten Volks-Rock'n'Roller als Testimonial. Ich bin der Wurstfach, ja der Wurstfach, ja der Wurstfachverkäuferin. Herzhaft muss das Essen des Andreas Gabayeh eben sein. Und weil er so überzeugt von seiner Wurst ist, hält er ihr gleich ein Ständchen. Ich serviere Stör für dich und dann fragst du mich, magst mit mir Jasnen gehen, ich glaube, ich stehe auf dich. Wenn's um die Wurst geht, gibt sich der Sänger offen. Spricht man ihn auf sein Privatleben an, sieht's da schon anders aus. Wie geht's deiner Freundin? Super, ausgezeichnet eigentlich. Doch, ja. Kochst du manchmal für sie? Immer gerne, ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Manchmal um Mitternacht, manchmal sind es nur ein paar frische Erdbeeren, die ich mit Schokolade überziehe. Noch ein Liebesakt um 3 in der Früh. Irgendwie glaubt er das keiner da, die lachen. Ja, um mich, da bäumt sie ja keine, was soll ich sagen. Dann bin ich aufgewacht. Oh. Naja, eh wurscht. Wenn es schon nichts mit den Frauen wird, kann sich der Sänger ja immer noch über seinen neuen Werbedeal freuen. Am Punkt Spezial kommt jetzt die Diskussion der Spitzenkandidaten, wartet auf Sie. Dürfen Sie nicht versäumen? Schaust du auch an, gell? Natürlich. Politik ist nicht so seins. Schönen Abend. Hi Society.